Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Adventskalender, auf den sich mein Freund jedes Jahr am meisten freut, denn der sammelt den mittlerweile, also quasi das, was da so drin ist. Es geht heute um den Engelbert Strauß Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen diesen Werkzeug-Adventskalender anzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, der hat inklusive Versand 57,60 Euro gekostet. Wenn euch der interessiert, tut euch am besten mit ein paar Freundinnen zusammen, denn je mehr man davon bestellt, desto günstiger wird der tatsächlich. Und wir haben hier, wie gesagt, Werkzeug drin enthalten. Und ja, das sind auch immer diese coolen Boxen, die man schön weiterverwenden kann. So schaut der einmal von innen aus und lasst uns mal zusammen reinschauen. Ich meine, dass sie auch so ziemlich das Design vom letzten Jahr einfach genau so übernommen haben. Ich hoffe, dass ich aber irgendwie was anderes drin habe. Mal gucken. Ich starte am 1. Dezember. Ja, kann man gebrauchen. Das ist einfach ein Zollstock, ne? Das ist, ja, sowas. Ein Zollstock. Können wir wirklich zuhauf gebrauchen. Aktuell ist ein Meter lang, weil unser kleiner Sohn eigentlich alle Zollstöcke, die er so findet, kaputt kriegt. Und der hier scheint doch relativ robust zu sein. Der ist nämlich nicht aus Holz, sondern aus Plastik. Ich glaube, den kriegt er nicht so schnell kaputt. Der 2. Dezember ist etwas kleiner. Ah, guck mal, hier haben wir schon mal so eine Bithalterung drin enthalten. Da werden wir auch dann im Laufe des Adventskalenders die entsprechenden Einsätze für finden. Also die Bits 3, 6, 8. Ja, mal gucken. Selbstverständlich auch mit dabei ist auch dieses Jahr die Nummer 3. Oh, hier haben wir gleich zwei Produkte in einer Box. Und zwar haben wir hier eine Nuss drin. Die Nuss ist in der Größe 10. Und dann haben wir hier einen Torx in der Größe 30 als Bit drin enthalten. Hier nochmal die beiden Produkte aus der Nähe. Hier haben wir die Nummer 4. Und enthalten ist ebenfalls ein Torx-Bit. Und zwar in der Größe 40. Also schon relativ große Größen, ne? Normalerweise finden wir ja so in Adventskalendern immer so die 20er, 25er, 10er, 15er, also wirklich so kleinere. Und hier ist mal so ein bisschen mehr robuste Werkzeuggeschichte am Start. Ein Tag vor Nikolaus habe ich hier den 5. Dezember. Und auch hier scheint irgendwie ein Bit oder so drin zu sein. Nein, zwei. Und zwar habe ich hier einmal den Pozi Drive Kreuzbit in der Größe Nummer 3. Ja, auch das wirklich ein bisschen größer als sonst, ne? Und dann haben wir auch noch ein Schlitzbit hier mit dabei in der Größe 5,5. Schön, dass wir hier zwei drin haben. Ja, da lohnt sich der höhere Preis auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ist der vom Preis her gestiegen? Ich meine, letztes Jahr war der auch so um 50 Euro, ne? Nikolaus öffnen wir hier leider an der Seite. Das heißt, da wird der Adventskalender kaputt gemacht und wir können ihn nicht wieder befüllen. Aber das, was wir hier drin finden, ist großartig. Und zwar ist das halt so eine Aufbewahrung, wirklich hochwertig. Und ganz ehrlich, der Engelbert Strauß Adventskalender ist eigentlich jedes Jahr so ein bisschen auch der Favorit von mir, den ich immer wieder empfehle, wenn man halt so jedes Jahr seinem Partner, seiner Partnerin so einen Adventskalender schenken möchte. Weil du kannst die einzelnen Dinger übereinander stapeln und dann halt auch wirklich am Griff des obersten durch die Gegend tragen. Also mein Freund liebt es total und ja, das macht man irgendwie durch dieses Drehding hier vorne. Und ja, hier haben wir dann einmal das, wo alles gleich reinkommen wird. Schöner Nikolaus, ne? Und ich finde es auch toll, dass wir das am 6. Dezember hier drin haben, weil man jetzt schon anfangen kann, die einzelnen Sachen hier reinzuräumen und so. Ich finde es cool. Das ist so eine Art Schaumstoff-Inlay, was aber obendrauf ein bisschen ja, härter ist, ne? Das ist also richtig, richtig edel, finde ich persönlich. Der 7. Dezember. Oh ja, hier haben wir auch wieder zwei Produkte drin. Einmal ist es eine Nuss in der Größe 6 und dann haben wir einen Schlitzbit in der Größe 4,5. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Warum darf sie das? Werde ich jedes Jahr aufs Neue gefragt. Einmal, weil es sich halt reimt und ich das witzig finde. Und zum anderen hat mein Hund da Geburtstag, Sammy. Ich glaube, der wird dieses Jahr sogar 10. Ja, hier haben wir auch zwei Bits drin enthalten. Hier haben wir einmal den Torx 15er. Das ist einmal dieser hier. Und dann haben wir einen Kreuz Philips, also Philips Kreuz in der Größe 1. Der Unterschied zwischen Philips und Pozi ist übrigens, dass du bei dem Pozi so eine Art Sonderverstärkung mit dabei hast. Also quasi zwischen den einzelnen Zacken ist da nochmal so eine Extraverstärkung dazwischen. Werkzeug Wissen to go. In der kleinen Nummer 9 dürfen wir uns vermutlich wieder über eine Nuss freuen und auch noch einen Adapter. Sehr schön. Die Nuss ist in der Größe 7 und erweitert damit unser Nüsse-Sortiment hier, was wir hier immer schön uns rein... Also... was ich hier schön rein sortieren kann. Und dann haben wir hier einen entsprechenden Adapter. Damit kann man dann normalerweise auch so die Nüsse an einer Ratsche befestigen, ne? Genau.
Auch in der Nummer 10 wird es mit Kleinteilen weitergehen. Und hier habe ich auch wieder eine Nuss drin enthalten in der Größe 8. Also ja, das ist schon, ne, bislang alles sehr, sehr klassisch gehalten. Also ich habe noch keine, also abgesehen jetzt von dem Zollstock, keine größeren Sachen mit dabei gehabt, die jetzt irgendwie abgefahren wären oder so. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze sich noch entwickelt. Die Nummer 11 fühlt sich nämlich richtig schön schwer an. Das ist eine Schnapszahl. Oh, da habe ich sogar eine Anleitung mit dabei. Das ist süß, muss ich wirklich sagen. Ja, es ist eine kleine Ratsche und so sieht sie einmal aus. Du kannst sie für Bits verwenden, du kannst sie mit dem Adapter für Nüsse verwenden und du kannst auch mit einer entsprechenden Verlängerung dir da die Bits dran machen. Finde ich ziemlich cool. Also, ne, für diejenigen, die halt wirklich sich noch nicht ganz so gut mit Werkzeug auskennen, ist es definitiv sehr, sehr nice. Geht das in, also wenn ich das halt drehe, ne? Geht es halt jetzt nicht irgendwie zurück, das geht halt dann immer in eine Richtung. Kannst halt immer einstellen, ob du links rum oder rechts rum, also quasi auf- oder zudrehen möchtest. Schön, braucht man ja auch. Oh, du hast hier sogar Aussparungen für die Finger, wenn du das so rausnehmen möchtest. Das ist schön gemacht, so ein Kerbo. Auch zur Halbzeit, die Nummer 12, werden wir sehr wahrscheinlich etwas größeres Werkzeug erfahren dürfen. Oh, das ist so ein Messer, also nicht ein Messer, du kannst damit messen, ein Messgerät, ob Strom auf irgendwie irgendwas drauf ist. Ne? Dann müsste das normalerweise leuchten. Ja, sieht gut aus. Hier haben wir auch ein Befestigungsding für einen Gürtel oder so oder halt hier oben reinstecken, ne? Damit es halt irgendwo auch unterkommt. Schön. Haben wir schon sehr, sehr häufig gebraucht, muss ich wirklich sagen. Vor allem bei so einem alten Haus, wie wir das hier tatsächlich haben, kannst du dir nie sicher sein, ob der Sicherungskasten auch wirklich wahr ist. Ich kann das hier mal aufmachen. Dann steht hier auch nämlich drauf 220 bis 250 Volt, genau. Also halt die ganz normale Spannung, die wir hier so im Haus oder in Häusern haben. Und zur Halbzeit muss ich euch wirklich sagen, also die Bits liegen noch neben mir, ne? Das sieht schon richtig schön gefüllt aus, aber ich glaube, wir bekommen noch richtig viele große Sachen. Also hier oben kommt dann wahrscheinlich auch noch das Bits-Sortiment rein. Mein Monk lacht. Also der freut sich gerade richtig. Sonst hatten wir das öfters mal, dass wir halt quasi die Bits oder was auch immer, die Utensilien hier an diesen Nupsis, die hier sind, dann befestigt hatten. Das war dann tatsächlich auch nochmal ein bisschen auf zwei verschiedenen Ebenen. Das ist dann scheinbar dieses Mal anders gelöst worden. Der 13. Dezember. Hier ist was eingepackt. Oh ja, das ist halt nochmal so ein ja, Adapter quasi, ne? So eine Halterung, Schere. Ist noch richtig hier eingepackt, Leute. Wow. Fühlt sich sehr, 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 sehr angenehm an. Also das ist auch hier schön gummiert, dass man ordentlich Grip hat, ne? Und hier vorne kann man dann natürlich die Bits dran machen oder man kann das halt, also halt hier ganz normal, ne? Das hält halt magnetisch. Oder man nimmt sich hier die Halterung, um dann den, die Nuss dran zu machen. Auch am 14. Dezember erwartet uns sicherlich wieder ein paar, ja, ein bisschen Nachschub für unser Bits-Sortiment. Da haben wir einmal drin den Philips in der Größe 2. Das ist ja so ein klassischer, ne? Also das ist ja so ziemlich die klassischste Größe, die man so findet. Und dann haben wir hier nochmal den Torx in der Größe 20. Und ich muss sagen, ist mein Bits-Sortiment nicht langsam übervoll? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, hä? Crazy. Achso, und an dieser Seite steht übrigens drauf, was da alles so rein soll. Ach, ich habe hier noch verschiedene Schlitze. Ich kann hier verschiedene Bitsortimente erstellen. Es entwickelt sich hier ganz andere Möglichkeiten. Ich sag's euch, Leute. Ich war damals auch ganz nervig. Ich war die kleine Schwester, die bei Lego immer alles schön nach Farben sortiert hat. Hier habe ich jetzt den 15. Dezember und auch hier finde ich wieder Bits drin. Da habe ich einmal einen Pozi Drive in der Größe 1 und dann habe ich noch den Torx in der Größe 10. Und ich finde auch, dass die Bits sich sehr, sehr gut anfühlen und Engelbert Strauß Werkzeug finde ich persönlich auch sehr gut verarbeitet. Ist jetzt nicht irgendwie Bosch-Qualität oder Bosch-Blau-Qualität oder so, aber es ist ganz normales, gutes Handwerker-, Heimwerker-Sortiment vor allem. Jetzt nicht Profi-Handwerk, aber Heimwerker-Sortiment. Der 16. Dezember ist relativ schwer dafür, dass er so klein ist, denn wir haben hier sowohl eine Nuss in der Größe 9 drin, als auch einen Torx in der Größe 25. Das ist eigentlich auch so der klassische Torx, den wir in allen Adventskalendern immer so finden, ne? Ich sehe gerade, dass wir ein Bit hier auf jeden Fall doppelt in der Größe drin haben werden. Schön. Geht wohl öfters verloren, nicht nur bei uns. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember in meinen Händen und da haben wir auch den Torx, der doppelt hier in dem Adventskalender drin ist und zwar in der Größe 20. Da ist gerade ein Fliegevieh auf meinem Mikro gelandet. Hört ihr das? Weiß ich gar nicht, wie sanft mein Mikro das so wahrnimmt. Und ein Pozi in der Größe Nummer 2. Das ist auch so ein klassischer.
Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe jetzt hier den 18. Dezember und da befindet sich eine große Nuss drin und zwar in der Größe 12. Das ist diese hier. Genau. Ja, ne? Brauchen wir auf jeden Fall noch in unserem Sortiment. Zwei weitere fehlen uns auch noch hier. Hier habe ich jetzt den 19. Dezember und da geht es weihnachtlich weiter mit einer Verlängerung. Das ist einmal diese hier. Kann man auf jeden Fall immer sehr gut gebrauchen, ne? Für so, wenn man nicht direkt ganz nah dran sein möchte, sondern vielleicht auch ein bisschen weiter weg die Schraube hat, die man geöffnet haben möchte. Sehr, sehr praktisch. Der 20. Dezember. Ich glaube, so langsam müssten wir aber auch mal so unsere weiteren Sortierungssätze bekommen. Mal gucken, wann die kommen. Hier habe ich eine Nuss drin und zwar in der Größe Nummer 11. Ja, jetzt haben sie nicht mehr so, ne, dass sie so derbe raushauen mit zwei Dinge pro Tag. In die Nummer 21. Das ist der Sprint Richtung Heiligabend. Ach, guck mal, hier haben wir jetzt zwei Sachen drin. Und zwar haben wir einmal für unsere ganzen Kreuzbits unser Sortierungshelflein und eine Nuss in der Größe Nummer 13. Das ist einmal diese hier. Sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus, fasst sich gut an, kann was. Und somit haben wir alle Nüsse hier schon mal komplett. Der 22. Dezember, zwei Tage vor Heiligabend, bekommen wir noch unseren fehlenden Kreuzbit. Und zwar ist es ein Philips-Kreuzbit in der Größe Nummer 3. Und somit haben wir hier auch unser Sortiment komplett. Einen Tag vor Heiligabend bekommen wir noch was Großes, Schweres. Und ich habe schon eine grobe Vermutung, weil natürlich die Form darauf schließen lässt. Nee, doch nicht. Hier haben wir einen Flaschenöffner drin. Jo, auch das ist so ein Klassiker, ne? Der passt jetzt natürlich nicht in unseren Kasten mit rein, aber der ist richtig schön groß und also fühlt sich gut an, fässt sich gut an, ist hier wirklich gut verarbeitet, ein schöner Flaschenöffner. Die Nummer 24, das Highlight eines Adventskalenders an Heiligabend, ist hier drin enthalten. Und da ist dann das Special-Produkt drin. Ich hätte echt gedacht, wir kriegen hier ein Cuttermesser oder so. Nee, das ist eine Mini-Zange. Ach, guck mal, hier ist ja offen. Das ist überall offen gewesen? Nee. Das ist so eine kleine Rohrzange fast schon. Ja, da kannst du hier oben nämlich drücken und dann die Größe einstellen. Das ist praktisch, Leute. Das ist wirklich praktisch. Das finde ich cool. Und wirklich mal was anderes, ne? Also sowas habe ich jetzt so auch noch nicht in Adventskalendern gesehen. Sehr, sehr nice. Und hier, wie gesagt, hast du dann die Möglichkeit, das Ganze zu verstellen, ne? Dass man da die Größen einstellen kann. Echt cool. Und hier ist dann auch noch ein Flyer, wie man den Adventskalender zusammensetzen soll, kann, darf, wie das so muss. Und finde ich richtig cool. Finde ich richtig, richtig cool. Hier nochmal eine Bedienungsanleitung. Mega. Und da haben wir dann auch unser kleines Sortiment, was wir hier dann auch schön öffnen können. Jedes Mal, wenn mein Freund irgendwo was repariert bei Familie oder irgendwo unterstützt, hat er auch immer irgendwie so ein Köfferchen mit dabei, weil die wirklich handlich sind. Und da ist auch immer alles drin, was man so braucht. Ich würde auch sagen, dass er dieses Mal sehr basic gestaltet ist und sehr darauf aus ist, dass man das halt für Heimwerker-Sachen gut verwenden kann. Damit hast du eigentlich echt ein gutes Starter-Set, was man so braucht, ne? Und ich finde es klasse. Ich finde es wirklich toll gemacht. Wie findet ihr den Inhalt? Es ist jetzt wirklich basic, super, super basic, aber es ist sinnvoll. Und ich muss auch gestehen, dass die Engelbert-Strauß-Kästen und dementsprechend auch die Engelbert-Strauß-Adventskalender sehr, sehr häufig hier in Einsatz sind. Und das sind eine der wenigen Sortimente, die bei meinem Freund auch immer noch komplett bleiben. Also das ist halt auch nochmal so eine Sache, es animiert einen auch dazu, das so zu lassen und dann auch wieder an seinen Platz zu bringen. Keine Ahnung, warum das so ist, warum es ihn animiert, aber es macht mich sehr, sehr glücklich. Und hier haben wir dann auch nochmal den leeren Adventskalender. Ich finde, der sieht auch nach wie vor dann noch gut aus. Klar, ein bisschen schade, dass man das hier aufmacht. Aber das hatte ich letztes Jahr ja schon so ein bisschen moniert, sage ich mal. Aber das ist ja mal auf sehr hohem Niveau, denn wir haben hier einen richtig tollen Adventskalender, wo du kein Shishi mit dabei hast. Du hast hier wirklich brauchbare Produkte drin. Und das ist, ich glaube, auch wirklich für jeden irgendwie echt gut geeignet. Also, dass jeder, der irgendwie, ne, Interesse daran hat, heimzuwirken, sagt man, glaube ich, nicht, ne, ist dieser Adventskalender perfekt. Ist in der Infobox verlinkt, schaut gerne dort mal rein und kauft ihr nicht irgendwie überteuert oder so bei Amazon, holt ihn euch bei Engelbert Strauß direkt. Der kostet unter 50 Euro, ich glaube 49 Euro irgendwas zuzüglich Versand, ne, und absolute Empfehlung von meiner Warte aus. Ihr Lieben, das wäre es ja schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.